Okay, Leute, im Stream ist keiner da. Also herzlich willkommen zum nächsten Part Sims 4. Ihr, die hier seid, haben nichts verpasst, natürlich. Die eine extra Folge, in der ja nicht sonderlich viel passiert ist, außer ein bisschen Geld. Copa wird, glaube ich, befördert zur Qualitätssicherung. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich gönne mich erstmal einen Schluck Wasser, Leute. Und ein sehr chaotisches und mit gemischten Gefühlen Wochenende geht kurz vor die letzte Runde, denn den Montag gibt es ja auch noch, wir haben ja Pfingsten. Und den habe ich ja auch noch frei. Den hat beziehungsweise jeder frei. Pfingsten, Montag, ja okay, nicht jeder. So, alle arbeiten, mit Ausnahme von Kelly, das kennen wir ja schon vom letzten Part. Alle fleißig am Arbeiten. Das kennen wir auch vom letzten Part. Was macht Keldi gerade? Der ist gerade aufgestanden. Ich habe übrigens mal kurz jetzt endlich was an der Laune geändert und so. So ein bisschen. Wie man hier sehen kann, der Keldi, der ist nicht mehr gut, sondern wahnsinnig. Denn ich kann leider... Ah, jetzt kann er auch ein Forum provozieren. Wenn er gut ist, kann er das nicht. Und zum Schelm werden, also für Mafia-Boss, ist ein guter Charakter absolut ungeeignet. Die anderen müssen aber auch gleich vor der Arbeit wiederkommen. Bisschen dreckig sein. Machen wir so. Machen wir so, Keldi. Daniel arbeitet hier. Ich habe hier ein bisschen ausgebaut, wie man sehen kann. Da kommt ein Klo hin, beziehungsweise da ist ein Klo. Jetzt ist es ein bisschen größer. Toilette für Männer und Frauen. Für Männer und Celine. Celine hat einen guten Arbeitstag gehabt. Daniel hat einen Urlaubstag verdient. Sehr schön. So, Kelly freut sich mit. Was mit Celine? Celine braucht ihren Spaß. Na dann... Schau ein bisschen Sport. Daniel kann gerne duschen gehen vorher. Der ist nämlich leicht dreckig. Celine, komm fern, setz dich. Hier ist schon so eine schöne Couch. Du kannst dich auch gerne da hinsetzen. Haha, Kerl, der hat auch seinen Spaß. Und schaut sich weiter an. Ah, da ist Daniel. Wenn Daniel weiter seine Dusche nimmt, Entschuldigung, tut mir leid. La la la, ein bisschen Sportkanal gucken, Geld verdienen. Wie ist eigentlich mit Celine mit Beförderung aus? Sieht sehr gut aus. Heißt morgen oder eher nach dem Wochenende. Hey, es ist Wochenende, wir können wieder feiern. Und vielleicht sehen wir mal einen oder anderen Sim. Keldi hat noch nicht seinen letzten Arbeitstag. Daniel, langweilige Arbeit. Na, dann schau dir auch den aktuellen Kanal an und setz dich. Und plauder ein bisschen mit Celine und beschwer dich, dass sie langweilig ist. Boah, mir ist so langweilig. Die Arbeit, die war so öde. Jede Menge Papier, das sich gestapelt hat. Das ist der Wahnsinn. Hat Kelly eigentlich einen Arbeitstag? Nee, hat er nicht. Benny muss morgen auch nicht arbeiten und Copa genauso wenig. Dann wird morgen genutzt zum Party machen. So, genug gemacht. Keldi geht duschen. Daniel und Celine verstehen sich prächtig. Keldi muss in einer Stunde arbeiten, nutzt Zeit zum Duschen. Benny und Copa haben tolle Arbeit geleistet, Geld verdient. Gefällt mir gut. Ich schätze mal, auch die brauchen jetzt ein bisschen Spaß. Schauen mit Fernsehen. Setzen sich, während Celine weiter plaudert. Was mit Copa? Copa geht's gut. Schau auch fern. Und misch dich ein bisschen ein. Fragt nach einem Tag. Und wie war eure Arbeit so? Bernie, fragt doch auch mal, wie war euer Tag so, jetzt wo gerade alle zu Hause sind? Und wie war euer Tag so? Na, wie war euer Tag so? Naja, relativ langweilig, da ja keiner im Stream ist und keiner guckt. Ah! Gerade relativ wenig los. Keldi ist da, der wird auch jeden Moment auf zur Arbeit gehen.
Falabo, Skunk Glaffin. Oder ist schnell was, oder? Ist noch was im Kühlschrank? Guck mal nach. Ja, der isst sich eben noch schnell was. Das ist gut. Auf Klo kann er ja auch zur Arbeit gehen. Was ist denn mit Bernie los? Blocknachahmer. Gab, glaube ich, eine kleine Aufgabe. Kelly setzt sich eben, der hat Hunger. Oder fühlt sich unwohl, weil er auf Klo muss. Vorher essen wir aber noch was. Das machen harte Kerle nämlich bei der Arbeit. Oh, ich muss mal! Na, sei froh, dass du das gleich bei der Arbeit erledigen kannst, bevor du als harter Kerl arbeitest. Du bist ja kein harter Kerl mehr, ne? Du bist kein Krimineller. Zeit für die Arbeit. Na gut, genug gegessen. Hat noch jemand Hunger? Wo stellst du die Sachen hin? Stellst du die auf den Tisch? Lobenswert, aber du musst auch noch arbeiten. Wo ist es denn hier dreckig? Ach so. So, denen geht's gut, ne? Ey, die ist zur Arbeit. Was macht sie denn gerade? Die setzt sich zur Gruppe. Machen wir so. Daniel zockt erstmal eine Runde. Ist okay. Plätzchen wechsel dich, weiter unterhalten, dann Spaß haben. Also Beförderung, wie schaut's aus? Celine hat bald Geld. Daniel genauso. Die beiden scheinen auch Seite an Seite zu gehen. Ha, zumindest an der Arbeit. Bernie, könntest ein bisschen Bücher schreiben. Schreiben, schreib weiter. Tiger halten kleine Schläfchen und Copa programmieren. Ja, dazu muss der PC aber frei sein und dem wird sich jetzt der Daniel Bernie schnappen. Was macht Copa? Copa wechselt den Platz. Komm, du hast gerade Hunger, schnapp dir eben schnell ein Gericht. Ist noch was im Kühlschrank? Tatsächlich, einmal Fischtacos und eine Milch. Na dann trink dir schnell die Milch. Benny, dürfte ich kurz? Danke. Einmal durch die Beine von Bernie geschlüpft. Was? Auf geht's. Boah, ich hab Hunger. Ja, dann trink dir die Milch. Du hast eine Milch in der Hand. Was, wenn du die trinkst? Bevor sie schlecht wird? Milch! Perfekt. Noch eine Stunde bis verdorben. Na dann schnell. Glück. Milch. Was? Wer macht Judo? Judo mit Käse? Sandwiches? Machen wir so. Ein bisschen Sport, ein bisschen trinken. Celine möchte ein Instrument kaufen. Ja, glaube ich nicht. Kreativ! Das ist richtig. Daniel schnappt sich auch was zu essen. Benny schreibt sein Buch weiter. Und Copa, der ist ganz zufrieden mit seinem Bros und versucht sich an einem Joghurt. Ich würde mal sagen, du versuchst dich an was Wirklichem zu essen. An dem verdorbenen Essen im Kühlschrank zum Beispiel. Ah, er sammelt sogar den Rest vom verdorbenen Essen auf. Ich würde mal sagen, die Fischtacos? Die kann Copa doch essen, ne? Die sind doch noch gut. Direkt danach kannst du die essen. Celine geht pennen. Ich würde mal sagen, ich stelle den Mülleimer auch wieder woanders hin. Und ich würde dann am liebsten die Küche unten hin platzieren. Ich weiß nicht warum, oder? Oder stellen wir den Mülleimer einfach in die Ecke. Ich würde die auf jeden Fall größer haben. Die Küche ist etwas winzig. Eigentlich brauchen wir auch nicht so eine riesige Küche. Die ist eigentlich in Ordnung. Ich weiß nicht, aber... Wir machen, glaube ich, ganz einfach die Ecke weg und stellen hier den Mülleimer hin, dann passt das auch. Ist zwar sehr abgeschnitten und dann ist der Küchenbereich noch kleiner, aber zum was machen reicht der allemal. Dann würde ich aber gerne die Kaffeemaschine hier hinstellen und stellen wir jetzt ein bisschen um.
Den Kühlschrank hier hin, ja, und den Mülleimer hier. Dann ist die Theke aber etwas falsch platziert. Dann brauchen wir hier eine Endtheke. Wieso mache ich das einfach so? Ich will die Theke haben und die da hinsetzen. Dann kommt da die Kaffeemaschine hin, inklusive Mülleimer. Den setze ich am besten. Wo setze ich jetzt den Mülleimer hin? Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer. Der Fernseher steht da natürlich auch genial. Vor die Tür kann ich den auch nicht stellen. Ich glaube, das stand da doch am besten. Ah, oder ich setze ganz einfach den Fernseher runter. Ich glaube, das wäre die sinnvollste Alternative. Dann setze ich hier ein bisschen um. Sorry, Bernie, das ändert sich gleich wieder. Setze ich hier den Fernseher hin, den Spiegel. Hier in die Ecke, wo sich dann das, dass sich alles hier unten in dem Bereich aufhält. Ich glaube, der Fernseher ist ein bisschen zu weit weg zum Fernschauen. Deswegen setzen wir den ein Stück nach vorne. Platzieren den Tisch hier hin. Ich glaube, der ist doch ein bisschen nah dran, ne? So dürfte es doch passen. So müsste es eigentlich passen. Der Tisch steht ganz gut. Und Bernie? Bernie, 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 Bernie. Macht er Liegestütz. Ha, jetzt steht ja alles hier unten. Cool. So, jetzt haben wir hier einen schönen großen Bereich. Der ist frei. Da könnte man sich eine Leseecke hinzimmern. Mit so einem bequemen Sessel oder ähnliches. Oder die Kunstgalerie. Inklusive verstörendem Hasenbild. Oder sonst was. Bernie nimmt eine schnelle Dusche. Daniel, was tust du gerade? Du könntest deine Arbeit machen. Ja, mach deine Arbeit. Du hast ja noch nicht genug gearbeitet. Bernie nimmt die Dusche und Copa hat aufgegessen. Dann räum auf. Und danach gehst du bestimmt von selber pennen. Dann ist das geklärt. Du kannst eigentlich auch fleißig arbeiten, Keldi. Fleißig, fleißig sein. Copa freut sich, dass er morgen feiern geht. Bernie schreibt weiter und unterhält sich mit Copa. Nee, und guckt sich eher Daniel an, wie sie ihre Arbeit machen. Und Daniel hört zu und plaudert mit über Autos und Liebe und Schreiben. Copa geht ins Bett. So. Bernie isst sich einen Joghurt. Machen wir so. Daniel schaut sich an. Wow, ich leiste echt gute Arbeit. Das ist richtig, das tust du. Macht seine Arbeit, macht seine Berichte. Dürfte eigentlich auch reichen. Der geht gleich schlafen. Wir haben nämlich mittlerweile schon 1 Uhr nachts schon wieder. Und dann wird es Zeit für eine Party. Schon wieder. In der wir eskalieren. Bernie, was machst du? Dein Buch weiterschreiben oder ferngucken? Romanzen. Um 1 Uhr nachts. Toll. Bernie, Bernie, Bernie. Lass das nicht zur Gewohnheit werden. Jetzt geht er auch ins Bett. Ist auch gut so. Der Fernseher läuft unbeirrt weiter. Weiß, wenn der mal ausgeht. Dankeschön. Haben wir selbst so eingestellt. Keldi ist wieder da, hat gute Arbeit geleistet und einen Urlaubstag verdient. Sehr schön. Oh. Ist da wer? Alle pennen? Oh, und ich duschen. Und ich muss nicht duschen. Wunderbar. Level 2 der Schelmfähigkeit. Was guckst du jetzt? Den aktuellen Kanal. Nee, nee, nee. Geh mal lieber ins Internet. Wo waren das in Foren? Notizbuch, mehr Auswahl. Schreiben. Schreiben üben. Witze. Bestellung. Kontakte knüpfen. Brieffreund. Ja! Sei fies. Einen Urlaubstag verdient. Sehr schön. Und weiterschreiben. Schellenfähigkeit. Da arbeiten wir dran.
Mit sich selbst reden. Ja, warum eigentlich nicht? Ach, das ist doch alles in Ordnung. Machen wir so. Weiter anschauen. Daniel. Ja. Ha, kann man sogar machen. Mit sich selbst reden. Wie toll. Daniel. Immer noch. Nein, wie schön. Aha. Mit Daniel. So, Kelly geht's gut. Jetzt erreichen wir auch Stufe 2 normalerweise. Ha, Popcorn. Das wäre jetzt eine coole Idee. War das jetzt Popcorn oder Eis? Ich weiß nicht. Sehr schön. Stufe 2. Das dürfte auch reichen. Kann jetzt den Computer. Kannst du das nicht schon? Egal. Zeit fürs Bett. Und Zeit für einen Tag Urlaub eigentlich. Um 8 Uhr oder machen die Jungs ohne Kelly? Celine fühlt sich unwohl ohne Ende. Na naja, okay, 6 Uhr morgens ist auch komplett okay. Ist Wochenende und jetzt wird gefeiert. Erstmal auf Klo und wieder abwarten, dass jemand runterkommt und jemandem sagen, was da los ist. Oder auch nicht. Celine kocht ja, das halte ich für unrealistisch. Aber so ein bisschen Nudeln oder Rührei dürfte doch machbar sein. Sieht aus wie Rührei. Oder eher Macaroni und Käse. Wir haben ja gerade erst mal 7 Uhr morgens. Ich glaube... Warum gehst du nicht hinten rum? Feiertagsgirlande. Ich glaube, ich setze den Tisch ein bisschen um. Die Staffelei stellen wir hier hin. Kommt hier bald ein Pool hin. Oder ähnliches. Und hier können die dann in Ruhe essen. Kopa ist mittlerweile auch wach und hat nichts Besseres zu tun, als ein Forum provozieren. Ich habe eine viel bessere Idee. Üb mal das Programmieren. PC gut, aber nein, nein, wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. Hat die Programmierfähigkeit erworben. Ja, sehr schön. Hä? Ja, machen wir so. Arbeiten. In der dunkelsten Ecke. Und ich würde mal sagen, wir können ein bisschen Geld ausgeben, ne? Eigentlich können wir ein bisschen Geld ausgeben. So ein bisschen. So ein Treppengeländer. Was für eins haben wir denn da? Ein Holz. Das passt nicht. Das erst recht nicht. Das könnte passen, aber bitte in einer anderen Farbe. Naja, das muss heller sein. Ist auch zu... Sieht auch irgendwie doof aus. Das ist zu dunkel. Das ist schwarz. Fehlt da die Textur? Oder ist es einfach nur die Beleuchtung, die fehlt? Das ist auf jeden Fall das, was ich haben will. Das ist auf jeden Fall das richtige Geländer. Ich schätze mal einfach nur, dass die Beleuchtung hier fehlt. Wow, das sieht sehr anzüglich aus. Warum kann ich den Zaun nicht bearbeiten? Sehr eigenartig. Na, was soll's. Da! Celine dreht durch. Und geht duschen. Und Daniel geht raus. Ist richtig so. Das wollen wir nicht sehen. Tut mir leid, dass ich jetzt erst dabei bin, aber ich musste noch feiern. Was gibt's zu feiern? Den Sieg von Rosberg? Was gibt's zu feiern? Sepp hat einen Grund zum Feiern.
Kann selber nicht laufen, aber den Stream und saufen. Sepp hat einen Grund zum Feiern. Die Dusche ist hinüber, aber wir alle feiern sich drüber. Atta, ist auch mit da. Atta, ist auch mit da. Feiert übers ganze Jahr. Trinken uns ein Glas Milch. Ja. Bernie muss aufs Klo. Mir fällt kein Reim mehr ein. Den Sieg von Rosberg. Ja, ganz genau. Den gibt's zu feiern. Sehr schön. So, Bernie aufs Klo. Das Bad ist immer noch kaputt. Das sollte mal jemand reparieren. Ja, das darfst du. Alle da. Sehr schön. Copa ist wach, ne? Copa? Ja, okay, der programmiert gerade. Freut sich darüber. Ha, alles schön dekoriert. Hat die Videospielfähigkeit erlangt. Celine, die alte Zockerin. Machen wir so. Programmieren. Kelly mittlerweile auch wieder fit? Anscheinend nicht. Copa, weg. Und für die, die es nicht wissen, okay, hat sich ein bisschen geändert. Eine halbe Stunde habe ich mittlerweile noch zwischengezockt. Part 5 seht ihr ja ab heute auf Dings. Wie heißt dieses komische Programm noch? YouTube heißt diese komische Plattform noch. Auf dem Konfi-Kanal seht ihr ja einen kleinen Extra-Part. Copa kümmert sich um die Reparaturen. Oh, alles dreckig. So. Ja, ich hatte ein ganz komisches Wochenende. Ganz komisch und eigenartig. Rosberg gewinnt mal was ganz Neues. Nein, es wäre ganz neu, wenn Mercedes gewinnen würde, dass Rosberg gewinnt. Ist sogar relativ alt. Oh, alles kaputt. Celine unterhält sich weiter mit Bernie über gutes Essen. Gutes Essen. Und über Umzug. Können wir uns denn sowas leisten? Na, ich denke nicht. Ja, es spielen wir nur einen Baseball. Ist auch nichts gegen Rosberg. Ist eher gegen die Dominanz von Mercedes. Trademark. Genau, besser gesagt, Mercedes gewinnt. Kommt einem irgendwie überhaupt nicht bekannt vor, ne? Was hat Celine vor? Fernsehen, was guckt sie sich an? Den Sportkanal. Celine und Sport? 11 Uhr. Denkt ihr, ist schon rechtzeitig zum Feiern? Ich hab ein bisschen umgestellt. Der Fernseher steht unten. Sport. Ja, ganz genau, das dachte ich mir schon. Schau lieber was anderes. Und mit Bernie plaudern. Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Copa, sehr schön. Und alles repariert. Ein Teil für Sanitäranlagen. Mach mal sauber. Dann plünder ein bisschen. Copa kümmert sich. Kümmert sich immer irgendwer, ob es Copa oder Kelly ist. Celine ist Energie geladen. Ja, machen wir so. Und Bernie dehnt sich. Action! Schon besser. Wir sollten uns einen größeren Fernseher holen. Oder es uns hier bequemer einrichten. Richtig. Warum sagt ihr mir das nicht gleich? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir können ein bisschen die Bude gestalten. Papiertücher. Okay, die sind ein bisschen groß, ne? Utensilien, ja, Kochutensilien. Warum haben wir noch keinen Halter für Kochutensilien? Und Küchentöpfe. Gut, die passen da nicht sonderlich rein. Ein Ausstellungsregal. Eine persönliche Pinnwand. Ja, das wär's doch. Die stellen wir uns hier in die Ecke. So, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Mir würde es mehr gefallen, wenn es abwechslungsreicher wäre. Ja, das wäre eine Idee. Wenigstens ein Vettel. Ja! Ja, es lebe die Abwechslung. Dazu noch einen Teller Obst hinstellen. Schließ!
Schließfächer! Ja, warum nicht? Wer hätte nicht gerne Schließfächer bei sich zu Hause? Eine antike Urne. Eine Menorah. Natürlich nicht. Eine antike Waage. Ein Gewürzkorb. Noch irgendwas Cooles. Die Megakiste. Die sieht sogar cool aus. Aber ich glaube, wir sortieren lieber nach Deko. Blumentöpfe. Ja, Blumen wäre generell eine coole Idee. Eine Vase zum Beispiel. Warum stellen wir uns nicht so, hier so eine schöne Vase hier neben? Gemälde ist Celine für zuständig. Spiegel, Fenster, Dings brauchen wir nicht. Skulpturen! Der heitere Wagen. Wer hätte denn nicht gerne eine Lok hier draufstehen? Das sieht so unglaublich cool aus. Das hätte sogar was. Ich glaube, das lassen wir erstmal sein. Kann man nicht einfach herunterspulen? Nein, offenbar nicht. Sonst noch irgendwas? Brunnen. Modell-LKW. Ein Bananenbanküberfall. Nein, wer hätte es gedacht? Ein Pub-Außenschild. Hey, hier gibt's was zu saufen. Modernes Retro-Klein, lass das. Sturmflugzeug. Oh, wie cool. Das hätte er gewonnen. Hätte die Crew nicht so einen Bock geschossen, richtig. Und wir sind natürlich mit Sir Cooper in einem Haus. Da darf ein adretter Hutständer nicht fehlen. Noch nicht. Prinzessin Cordelias königliche Bürste. Ich wette, ihr habt euch aufgelesen. Ritter der runden Tafel, nein. Der Sales Award. Für Leute, die gut verkaufen. Gibt es sonst noch was Cooles? Premium Prima Ballerina. Meister der realen Malerkarriere. Die Gründerstatue. Geheimagent. Die MVP-Trophäe. Profisportler. Taburet. Nein. Gerümpel. Ganz wichtig. Ganz viel Gerümpel. Taschentücher. Kann man nicht hier draufstellen. Zahnbürste. Kann man hier auch nicht draufstellen. Deswegen wird es Zeit, Leute. Wir brauchen einen größeren... Apropos Badezimmer. Da kann man die Sachen aber draufstellen, ne? Leider gibt es beim Minispiel gerade nicht allzu viel zu feiern. So. Das dürfte passen. Da kann ich jetzt aber doch bestimmt meine Zahnbürste draufstellen. Richtig? Falsch. Also, Kommando zurück. Zeitgenössische Inseltheke. Das dürfte doch passen, oder? Das dürfte doch ungefähr hinkommen. Das Klo direkt daneben. Dann noch ein schönes Waschbecken dazu. Und jetzt kann ich da doch bitte schön meine allseits geliebte Zahn... Was? Keine Zahnbürste? Liebkosungskrug. Ich kann mir keine Zahnbürsten hier hinstellen. Schande über euch. Küchenutensilien, eingerahmte Kunst, Aufruhr der Gefühle. Ja, das braucht doch jeder in seinem Küchen. Ganz wichtig, Schuhregale für Männer und Celine. Eigentlich braucht Celine ihr eigenes, aber... Das ist Celine, die braucht dann doch kein eigenes. Den stellen wir hier in die Ecke. Das Schuhregal. Gefaltete Männergewäsche. Geleerter Stapel. Gartenwerkzeug. Das wäre im Garten ziemlich geeignet. Nur besitzen wir keinen Garten. Endgültigkeit. Was ist das? Ah, okay. Deko für die Welt. Nagellack. Eine Pulle Nagellack. Kistenregal.
Fair Trade. Nee, danke. Gewürzregal, Würze des Lebens. Sonst noch irgendwas Cooles? Teppiche! Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit auf dem Boden. Ein begehbares Schuhzimmer! Ist ja nicht so, dass wir nicht so viel Geld hätten. Nom de plume. Das sieht sogar halbwegs anständig aus. So, perfekt. Hätten wir das auch geklärt. Einen Kamin können wir uns keinenfalls leisten. Wanddeko, was haben wir denn so? Mega Wandklotz. Der wäre sehr cool, wenn man den hier zum Beispiel an einem... Cool, ich sehe den Chat nicht mehr. Chat, Chat, wo ist mein Chat? Da ist mein Chat. Wäre zum Beispiel sehr cool, wenn man den hier zum Beispiel an die Wand anbringen kann. So in etwa. Aber das lassen wir mal sein. Weihnachtskranz. Fröhliche Weihnachten. Ist ja nicht so, das ist... So, was haben wir sonst noch? Einen Schild. Noch mehr Schilder. Neon. Mega Wandschmuck. Ja, was braucht. Reihe von Kleiderhaken. Celines Klamotte. Und noch eine Garderobe mit Regal an der Wand. Garderobe mit Regal an der Wand und noch eine. Das sieht eigentlich cool aus, ne? Eigentlich sollte man das auf jeden Fall hier haben. Ich glaube, wir nehmen noch eine. Another Garderobe. Ja, das sieht ganz gut aus. Stellen wir uns... Wir richten es uns hier schön ein. Schweineform aus Kupfer. Übergroße Gabel und Löffel. Nichts steht so sehr für die Worte wie hau rein wie eine übergroße Gabel und ein übergroßer Löffel. Das ist richtig und deswegen gehört er eigentlich in jede Wand. Hier wohnt der Fressack. Noch eine Garderobe. Aufwärmsystem mit Regal und Aufhänger. Oha. Die Anzugklamotte. Strahlenkunst. Gartenschlauch! Den brauchen wir eigentlich auch für draußen. Neue Kreidetafel. Beschäftigt. Sachen, die es zu einkaufen gibt. Drei eingerahmte Burgschlüssel. Hol dir dein Jazzwandschild! Das ist so unglaublich cool, das würde ich mir sogar holen. Speisetafel. Schild. Kaktus Cantina. Hey! Das würde so unglaublich zum Setting dieses Dings passen. Dieses Hauses. Ansonsten gibt es noch viele, viele Sachen. Flaschenregal. Ein eingerahmtes, offenes Buch. Positronisch an magnetischer Messerleiste. Aber das Wichtigste fehlt natürlich noch. Wäsche. Klopapier! Was ist ein Haushalt ohne Klopapier? Klopapier, Leute. Handtuchhalter. Da drin ist keiner, ne? Dann stellen wir uns hier neben. Handtuchhalter, oder nein? Ganz einfach ein Handtuch. Hier, so. Ungefähr. Passt doch. Das dürfte auch als erstes reichen.